Es ist mal wieder Unboxing-Zeit. Ja, ich packe mit euch heute eine Spiel 22 Neuheit aus, und zwar Clockworker. Das ist im Vertrieb von Asmodee. Und ja, ich bin total gespannt auf das Spiel. Cover gefällt mir schon total, ist total liebgelich gemacht, und ja, das ist für mich direkt ein Eyecatcher gewesen. Und wie das Spiel aussieht, das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Traditionell natürlich erstmal hallo, hier ist Tanja von die Hausis, und Familie Enterich ist natürlich mit am Start. Und ja, das Spiel packe ich jetzt mit euch aus. Ich mache natürlich erstmal, wie immer, kennt ihr ja, die Folie ab, damit das jetzt nicht so reflektiert. Und ups, ja, man muss schon aufpassen, wo man hinschneidet. Gut, dass Thorsten das jetzt nicht sieht, aber ich habe nicht in den Karton reingeschnitten. Ich finde nur gerade nicht den Anfang, weil das Licht von der Studiobeleuchtung mich gerade so ein bisschen ablenkt. Aber jetzt geht's wieder. So, jetzt einmal die Folie ab, und dann zeige ich euch das Spiel, erstmal das Cover. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das Spiel, also das Cover, das gefällt mir schon total. Ich finde das total süß, also mit diesen hier, mit diesen Robotern, und ja, das erinnert mich so an den einen oder anderen Zeichentrickfilm auch oder animierten Film. Hier haben wir es an der Seite nochmal, so sieht es an der Seite aus. Clockworker steht rundherum. Ja, 2 bis 4 Spieler, 45 Minuten soll es gehen, und ab 12 ist das Ganze. So sieht es von hinten aus. Das möchtet ihr ja auch gerne sehen. Und ja, das ist vom Autor Riccati. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das Design ist von Justus S. So, ja, jetzt erstmal dazu genug. Und jetzt, klar, jetzt heben wir den Karton hoch und schauen, was da drin ist. Den Karton lassen wir hier, damit wir auch weiterhin wissen, was wir denn hier haben. Ja, als erstes die Spielanleitung. Die ist sehr dünn. Es scheinen nicht so viele Seiten zu sein. Nein, 7 Seiten. Und die letzte Seite ist nur das Kartenverzeichnis. Oh, das scheint aber eine Regel zu sein, die schnell gelernt ist. Ja, viele Regeln scheint es nicht zu haben. Also ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Und ist ja dann 45 Minuten, ist ja dann ein relativ schnell gespieltes Spiel. Und jetzt geht es mit den Standsteilen weiter. Vorder- und Rückseite kennt ihr ja und lassen sich auch super rauslösen. Ja, gefällt mir. Hier sehen wir ja kleine Zahnräder, dann sehen wir Glühbirnen hier mit Zahlen drauf, und hier haben wir, was ist das? Ich weiß nicht. Eine Schallplatte, was auch immer, irgendeine Leseplatte, will ich sie mal so nennen. Und ja, da gibt es dann, die sind nummeriert. Ich sehe ich gerade hier an der Seite, die Stanzbögen. 2 von 6, also gibt es wohl 6 Stanzbögen. Hier geht es nämlich weiter. Okay. Wie immer blende ich natürlich so ein paar Detailfotos ein. Sobald ich das ausgedrückt habe, alles hier, das geht schon recht leicht und sehr gut sogar von der Qualität her. Also wir haben da keine Nasen, finde ich immer ganz gut und ganz wichtig. Hier geht es weiter. Das ist der 4. Stanzbogen. Sieht ähnlich aus. Und jetzt kommen schon die Roboter und Symbol- und Spielablaufübersicht. Das finde ich sehr praktisch. Da hat man das direkt dabei liegen. Kriegt wohl jeder Spieler eins, wie es aussieht. Und hier haben wir dann, kriege ich den raus? Ja, da haben wir den Spielermarker. Ich weiß nicht, ob das der Startspielermarker ist oder ist das die Figur, die man spielt. Also ist zumindest ein Roboter. Und hier sind noch 2 kleine Roboter. Und da bin ich ja mal gespannt. Ja, hier haben wir irgendwelche Batterien als Doppelpack. Okay. Das löse ich gleich alles in Ruhe davon aus. Und hier haben wir nochmal das Gleiche. Auch nochmal. Ja, und hier haben wir noch so ein Plättchen, wo Ende draufsteht. Vielleicht ist das der Rundenzähler. Keine Ahnung. Hier geht es weiter. Hier haben wir geschlossene Tütchen. 3 Stück. Ach, da sind kleine Roboter drin. Ach, wie süß. Das sind ganz kleine Roboter. Ich dachte gerade, was ist das? Hier haben wir Zipbeutel, und ja, und wir haben hier noch Karten drin. Die sind aber schwer.
Ah, so sieht das von innen aus, Zipbeutel und Karten. Und jetzt schauen wir uns doch mal einmal diese Roboter an. Also ganz viele kleine Roboter. Die sind ja süß. Oder ja, wie ich sagen würde, nice. Also ganz klein da, ne? Also ich blende auf jeden Fall eine Detailaufnahme ein. Dann haben wir hier grüne Quadrate. Okay. Packe ich dann auch direkt mal aus. Grüne Quadrate. Und dann haben wir noch hier andere Quadrate in Blau und in Rot. Was auch immer die bedeuten, weiß ich leider noch nicht. Bin aber sehr gespannt. Ja, kleine, wenige Teile. Eigentlich übersichtlich. Und jetzt geht es hier mit den Kartenpacks weiter. Das eine Kartenpack ist eingeschweißt, das man hier aufmachen kann. Da kann man die Karten hinterher zurücktun. Und das hier leider nicht. Da muss ich mal das Messer zu Hilfe nehmen. Ja, so geht es besser. Dann schaue ich mir mal das erste Kartenpack an. Rückseite scheint alles gleich zu sein in diesem braunen Design. Und vorne haben wir jetzt, ja, was haben wir da? Da haben wir verschiedene Roboter, wie sie am Arbeiten sind, will ich es mal nennen. Ja, verschiedene Arbeitssituationen. Das sieht ja total nice aus. Ja, da ist das Wort wieder. Ja, also da bin ich ja total gespannt, was das alles bedeutet. Hier Roboter am Shop, okay. Einkaufen gehen sie also auch. Also total süß, also das gefällt mir. Ja, das gefällt mir vom Design her. Schauen wir mal, was bei den anderen Karten bei ist. Also da ist ein Zipbeutel, wo ich Karten wieder reintun kann später. Dann behalten wir diesen Beutel natürlich. Da können wir die Karten gleich wieder reintun. Und hier haben wir verschiedene Ende-Karten. Ach, da steht dann bestimmt, was man am Ende bekommt. Oder, also ich weiß nicht, worum es geht. Deswegen will ich auch nichts Falsches sagen. Hier ist die Rückseite blau. Hier war die Rückseite braun. Vielleicht sind das Auftragskarten. Notwerkzeugskasten. Emotionsgerät. Okay. Erweiterter Speicher. Lautstarke Werbung. Die ist ja auch süß. Also, ja. Total süße Karten. Das Artwork finde ich also absolut hammersüß, muss ich sagen. Gefällt mir. Also ich bin total gespannt auf das Spiel. Ich hoffe, das ist genauso schön wie das Artwork. Aber davon werden wir euch natürlich berichten. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss, Tanja von die Hausis und Familienterich. Tschüss.